Es tut mir furchtbar leid, auch dieses Video ging schief. Ich muss es nachvertonen, aber das war nur eine Übung zu Einheiten. Also das ist nicht so gefährlich. Ich mache mal Folgendes. Ich werde mal das relativ unkommentiert lassen. Also das ist ja nicht so schlimm zu schreiben. 4 Gramm mal Zentimeter hoch minus 3 kann ich auch als 4 Gramm pro Kubikzentimeter so schreiben. Das ist nur eine ergänzende Übung zu den bisherigen Videos. Das ist hier Teil 11 und einfach nach Teil 10 gucken. Fängt gleich an. Auch hier Newton pro Quadratmeter ist damit gemeint, ne? Hoch minus 2 und so weiter und so fort. Ich gehe mal ein bisschen vorwärts. Auch hier. Oder hier. Das sind einfache Schreibübungen. 8 mm in Meter umrechnen, 8 mal 10 hoch, minus 3, weil ja ein Millimeter ein Tausendstel ist. Ne? Ich könnte auch schreiben 8 mal ein Tausendstel, aber in Potenzschreibweise geht das so. Dementsprechend 7 Dezimeter in Meter, Dezimeter sind Zehntel. Ich könnte also mal Zehntel schreiben oder ich schreibe mal 10 hoch minus 1. Das gleiche hier bei 8 Metern in Millimetern, dann sind es eben 1000 mal 8, ne, und so weiter, oder 100 mal 8, weil Zentimeter ja 100 Stel sind und so weiter und so fort. Kann ich abkürzen. Und jetzt kommen wir noch zu den typischen Dingen. 2,8 cm in Meter umwandeln. Zenti heißt 100 Stel. Und das jetzt aber ohne Potenzschreibweise, also 0,028. Der Trick liegt daran, dass ich hier diese 2 Zentimeter heißt also 2 Stellen, ne? Zenti hat 2 Nullen, Hundertstel hat 2 Nullen, daher 2 Stellen. Das habe ich dann nochmal erklärt. Gehen wir mal weiter. Das wären entsprechend 750 mm, das ist ein Dreiviertelmeter, 7,5 Dezimeter, 75 Zentimeter und so weiter und so fort. So kann man das machen. Auch hier die Übung, da ja 1 mm 1000 Mikrometer hat, hier geht es dann mit Tausender Schritten weiter, also im Kleinen, Mikrometer ist ein Tausendstel vom Millimeter und Nanometer ist ein Tausendstel vom Mikrometer. Da geht es dann mit Tausender Schritten weiter, wo wir sonst immer mit anderen Einheiten immer in Zehner Schritten weitergegangen sind. Also zurück, 8 Mikrometer sind dann 0,008, ne, 3 Stellen, Mikro ist ein Tausendstel von Millimeter sogar, also 0,008 Millimeter und so weiter und so fort. Boah, ich schließe das Video hier beinahe ab, das geht so schnell. Es war ja nur eine kleine Übung, das ist also kein Problem. So, na denn.